Aufregen. Der sitzt jetzt tagelang auf seinem Sofa und die einzige Bewegung ist vom Sofa zum Kühlschrank und wieder zurück. Und ich kann dir sagen, dieser Pfad ist ausgetreten. Ja, lach ruhig, dumme Nuss. Ich kann mir das nicht mehr länger anschauen und ich werde ganz irre, wenn ich das noch länger ansehen muss. Oh, ey, das höre ich doch jetzt schon über ein Jahr. Damit liegst du mir dauernd in den Ohren. Und weißt du was? Du kannst dich aufregen, wie du willst. Es nützt nichts. Es nützt definitiv nichts. Und jedes Mal, wenn du dich so aufregst, geht es dir doch hinterher total mies. Und weißt du was? Der hockt immer noch auf dem Sofa und hat einen lustigen Tag. Ja und? Danke fürs Gespräch. Danke für deine Unterstützung. Nein. Also pass doch mal auf. Du beißt dich total fest mit deiner fixen Idee, wie es deiner Meinung nach anders laufen müsste. Es geht dir nicht gut und mittlerweile, ganz ehrlich, bin ich auch schon ziemlich genervt. Individualpsychologisch gesprochen übrigens geht es hier um das Annehmen von Realitäten. Das, was du nicht ändern kannst, schmeiß es über Bord. Kill it. Das ist übrigens eine Übung aus dem Theaterbereich. Killing your darlings. Das Loslassen, was einem so unglaublich wichtig und nah ist. Ja, und dann? Probier halt's aus und schau, was passiert. Ich wette, das hat nicht nur Auswirkungen auf dich, sondern auch auf die ganze Situation. Lass dich überraschen. Und darum, wie das gelungen ist, geht es im nächsten Clip. Und du findest uns darüber hinaus auch mit einem kompletten Kurs bei Udemy. Gib einfach ein Encouraging, die Kunst der Ermutigung. Tschüss, wir sehen uns.